Konnichiwa Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch darüber reden, wie schwer bzw. einfach es ist, in eine japanische Community wirklich richtig reinzukommen. Ich bin ja jetzt schon zum zweiten Mal in Japan, war für ein Auslandsjahr mal hier in Japan und finde, wenn man in Japan ist oder generell in irgendeinem anderen Land, dann sollte man sich auch mit den Leuten dieses Landes auseinandersetzen. Es ist natürlich auch schön, wenn man während des Auslandsjahrs andere Austauschschüler kennenlernt aus anderen Ländern, aber wenn man schon mal in Japan ist, dann finde ich, sollte man eben auch Kontakte zu Japanern knüpfen und vor allem auch versuchen, mal in die japanische Community so ein bisschen reinzukommen, weil man dann natürlich erstens die Sprache viel besser noch lernt, auch dann zweitens den Umgang mit den Japanern lernt und generell die Gesellschaft und Kultur natürlich des Landes auch viel besser versteht. Deswegen habe ich geschaut während des Auslandsjahres, dass ich zum Beispiel in den Badminton-Zirkel gehe. Ich war auch mal im Debattierzirkel, da war ich dann nicht so lange, aber da war ich auch mal und habe versucht, mich so ein bisschen zu integrieren. Und auch jetzt, als wir vor ein paar Monaten wieder nach Japan gekommen sind, habe ich auch direkt geguckt, dass ich irgendwo einen Sportverein finde. Ich spiele nämlich gerne Tischtennis, wo ich rein kann, eine lokale Gruppe von Japanern. Da habe ich dann auch direkt einen Verein oder Club, könnte man sagen, gefunden. Mayes Bruder geht nämlich noch zur Grundschule und wenn man Kinder auf der Grundschule hat, dann gibt es so eine Elternvereinigung und diese Elternvereinigung hat einen Tischtennisclub. Da hat Mayes Mutter einfach mal nachgefragt, ob ich nicht da mal mitspielen kann. Die meinten, ja, komm mal her. Und dann war ich da einmal spielen und es war richtig gut. Also die Leute sind zum einen sehr gut, sie waren sehr nett und ich habe mich dann dazu entschieden, da immer hinzugehen oder beziehungsweise habe ich die gefragt, ja, ist das okay, wenn ich jetzt mal öfter komme? So, ja, ja, komm ruhig. Und das ist natürlich eine Vereinigung von Leuten, die jetzt nicht wirklich am Ausland interessiert sind. Das heißt, man trifft vor allem auf Japaner, die wirklich japanisch auch leben und es ist ein wirklich japanischer Club, die meisten von denen interessieren sich überhaupt nicht für Ausländer. Als ich das erste Mal dann da war, waren viele natürlich schon ein bisschen interessiert, gerade Ältere, die älteren Damen, die haben geguckt, ah, wer bist du denn, wo kommst du denn her, wie heißt du denn, hast du eine Frau, ist deine Frau Japanerin und so, wurde ich ein bisschen ausgefragt, aber dann ging es auch eigentlich und was immer sehr wichtig ist, wenn man in so eine japanische Community wirklich rein will und zur Gruppe dazugehören will, man muss ganz bescheiden sein, man muss viel beobachten und gucken, was machen die anderen. Also wenn ihr jetzt da hingeht und sagt, ja, ich bin das und das und das und dies und ich mache das so und wie ihr das macht, weiß ich nicht, aber ich mache das jetzt so, das ist immer schlecht. Sondern was Japaner auch machen, wenn sie in eine neue Gruppe reinkommen, ist, sie scannen die ganze Umgebung, schauen, was machen die anderen. Ah, die anderen holen gerade eine Tischtennisplatte raus. Okay, dann gehe ich da hin und mache das Gleiche. Ah, die anderen bauen gerade die Netze irgendwie auf. Ah, okay, dann gehe ich da hin und mache das Gleiche. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man da nicht einfach so rumsteht, wie so ein nasser Sack irgendwie und nichts macht, sondern dass man von sich selbst heraus aktiv ist, dass man schaut, was machen die anderen und denen das sozusagen nachmacht. Das ist absolut das Wichtigste in Japan, denn so zeigt ihr vor allem den Japanern auch, dass ihr in gewisser Art und Weise die Luft lesen könnt, was für Japaner ja sehr wichtig ist, also auch, dass ihr versteht, okay, was geht hier ab, dass ihr dann auch selber in der Lage seid, etwas zu tun, dass ihr euch anstrengt, dass ihr euch Mühe gibt und das vor allem als Ausländer, weil die meisten Japaner haben so das Bild, ah, der Ausländer, der versteht das sowieso nicht, das haben die so ein bisschen und wenn man dann schon so ein bisschen nur zeigt, dass man mitmacht, dann kann man meistens sehr, sehr viele Pluspunkte sammeln. Es ist also wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich unterordnet am Anfang und vor allem auch das Vertrauen der Gruppe oder der japanischen Community, in die man rein will, gewinnt. Das ist auch nicht immer ganz so einfach. Meistens gibt es für Vereine, Clubs oder diese Communities eine Line-Gruppe. Line ist der japanische Messenger, den hier fast alle benutzen. Ist so ein bisschen wie WhatsApp in Deutschland. Und da gibt es meistens eine Gruppe. In dieser Gruppe sind alle Japaner des Clubs oder der Community dann drin. Da kommt man als Ausländer aber nicht so schnell rein. Wenn ein Japaner neu in die Gruppe kommt, dann geht das meistens relativ schnell, dass die Japaner sagen, ey, ja, willst du in unsere Line-Gruppe? Ja, komm her, rein. Und das war's. Als Ausländer wird man da eher nicht gefragt. Und auch da sollte man wieder bescheiden sein. Denn wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich habe gehört, es gibt eine Line-Gruppe, weil ihr das von den Gesprächen, ne, so zwischen den anderen irgendwie mitbekommen habt, und kann ich da rein? Dann können die Japaner schlecht Nein sagen, weil sie nicht so gerne Nein sagen und ihnen auch kein guter Grund einfallen würde, warum du jetzt nicht da rein darfst, wenn du da immer zum Tischtennis kommst. Das sollte man nicht machen, weil das ist für die Japaner eine komische Situation. Sie müssen dich mehr oder weniger in die Gruppe reintun, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Und das wird dann ganz komisch. Deswegen, da würde ich von abraten. Sondern da muss man ein bisschen Geduld haben und man muss abwarten. Irgendwann, wenn man dann das Vertrauen der Gruppe gewonnen hat und wenn die Leute denken, ah ja, der kommt immer,
und der ist sehr nett und ist ein guter Spielpartner und ja, den wollen wir hier aufnehmen, dann werden sie von sich aus auf einen zukommen und sagen, ey, wir haben da im Übrigen eine Laiengruppe, möchtest du mal reinkommen? Das war bei mir auch so. Die ersten 2 Monate in der Tischtennisgruppe war ich nicht in dieser Laiengruppe drin, habe nie Informationen bekommen. Aber jetzt, vor einer Woche oder so, wurde ich dann gefragt, ey, wir haben eine Laiengruppe, möchtest du rein? Und ich mir gedacht, ja, weiß ich, dass ihr eine Laiengruppe habt, weil habe ich durch die Gespräche schon mitbekommen. Aber ja klar, gerne möchte ich da rein. Und jetzt bin ich eben auch in dieser Laiengruppe drin und bekomme alle Informationen. Es gibt sogar eine Fahrt zu einem Onsen, was die machen mit Übernachtung. Da werde ich jetzt nicht mitfahren, weil das von der Zeit her nicht passt und ist auch relativ teuer. Aber da hätte ich theoretisch auch dran teilnehmen können. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig, wenn ihr in eine japanische Community rein wollt, Vertrauen gewinnen, Geduld haben, nicht zu aufdringlich sein, gucken, was alle anderen machen, sich integrieren und eben das auch machen und nicht zu dreist sein oder so, sondern gucken, dass auch das, was man erzählt, das, was man äußert, im Rahmen ist und die Harmonie der Gruppe nicht kaputt macht. Wenn ihr das aber alles macht, dann kann man auch ganz gut als Ausländer in so eine japanische Community oder Gruppe reinkommen. Und die meisten Japaner akzeptieren einen dann nach einer Zeit wirklich auch als Mitglied dieser Gruppe. Ich zum Beispiel habe in der Tischtennisgruppe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass die mich irgendwie anders behandeln, weil ich ein Ausländer bin oder so. Überhaupt nicht, sondern die behandeln mich ganz normal, die reden ganz normal mit mir, die fragen mich auch mal Sachen, ich frage die mal Sachen oder wir fragen uns gegenseitig, ob wir zusammen spielen wollen oder so. Also es ist wirklich alles wie in einer normalen Gruppe, wie es in Deutschland auch wäre. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die sagen würden, ah, der Kevin, der ist Ausländer, die Informationen, die geben wir dem nicht oder das machen wir mit dem nicht oder so, sondern es ist wirklich wie in einer normalen Gruppe. Das ist nicht immer der Fall, weil Japaner auch sehr stark Wert auf Uchi und Soto legen. Uchi heißt sozusagen innerhalb des Hauses und Soto ist alles, was außerhalb ist. Und was damit gemeint ist, ist, dass die Japaner einen großen Unterschied machen zwischen der Gruppe selbst und allen Leuten, die sich außerhalb einer bestimmten Gruppe befinden, also zum Beispiel Familie. Ja, die Leute in der Familie werden anders behandelt als die Leute außerhalb der Familie. Ist ja eigentlich ein ganz normales Konzept, kennen wir aus Deutschland auch, aber die Japaner treiben das teilweise sehr weit. Und das ist da eben auch. Tischtennisgruppe ist Uchi sozusagen und dann gibt es Soto, die Leute, die draußen sind, die vielleicht rein wollen, aber es dauert eben sehr lange und ist nicht ganz einfach, von diesem Soto in das Uchi reinzukommen, sage ich jetzt mal. Da muss man sich eben anstrengen und zeigen, dass man auch die japanischen Gepflogenheiten anerkennt und eben auch umsetzen kann. Es gibt auch Leute, die sagen immer wieder, es ist unmöglich, richtig in einer japanischen Community anzukommen oder da wirklich richtig akzeptiert zu werden. Meine Erfahrung dazu ist, dass es wirklich nicht ganz einfach ist, akzeptiert zu werden von der japanischen Community, aber dass man es trotzdem schaffen kann, reinzukommen in diese Community und auch als normales Mitglied behandelt zu werden und auch gute Freundschaften mit Japanern zu schließen. Es hängt auch immer, wie gesagt, stark von der Gruppe natürlich ab, welche Personen befinden sich in der Gruppe, sind da welche, die haben vielleicht ein bisschen mehr Probleme mit einem Ausländer oder Leute, die da ein bisschen offener sind, da muss man natürlich auch immer gucken. Aber ich habe bisher während meinem Auslandsjahr wenig Probleme gehabt, da reinzukommen. Jetzt auch hier bisher wenig Probleme gehabt, in japanische Communities reinzukommen. Und auch in Düsseldorf gibt es ja eine japanische Community. Und auch da habe ich versucht, so ein bisschen reinzukommen. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, beziehungsweise habe ich mich da auch ganz gut integriert gefühlt an den Orten und in den Bereichen, in denen ich eben tätig war. Das heißt, das Wichtigste, und das, genau, haben wir noch gar nicht gesagt, ist eines der wichtigsten Dinge auch, Japanischkenntnisse. Ihr solltet richtig, richtig gut Japanisch sprechen können, wenn ihr wirklich tief in die japanische Community rein wollt. Und ich glaube, das ist auch eins der größten Gründe, warum viele Leute, die in Japan ein Working Holiday machen, die in Japan studieren oder die vielleicht auch in Japan arbeiten, immer wieder sagen, es ist sehr schwer, in die japanische Community reinzukommen, weil ihre Sprachkenntnisse nicht immer so perfekt sind. Was heißt perfekt? Also die müssen jetzt nicht perfekt sein, das kann, glaube ich, keiner von uns. Aber wenn man sehr, sehr gute Sprachkenntnisse hat, das macht vieles wirklich sehr viel einfacher, weil man mit den Japanern direkt kommunizieren kann und dass das beste Zeichen für die Japaner auch ist, die Sprache, dass ihr euch wirklich anstrengt hier und dass ihr wirklich ein richtiger Teil dieser Gruppe auch werden wollt. Wenn man dann da auf Englisch hin und her irgendwie erzählen muss und so, ist das für die Japaner natürlich auch schwer. Viele sprechen nicht so gerne Englisch, viele können auch nicht so gut Englisch und dann da mit dir zu kommunizieren, da müssen die sich erst total viel überwinden und so, ist nicht so einfach für die Japaner, muss man vielleicht auch verstehen. Und ich glaube, dass dann, wenn man versucht auf Englisch zu kommunizieren oder wenn das Japanisch eben nicht so gut ist und die Kommunikation nicht so gut funktioniert,
dass die Japaner dann eben auch mal sagen, ja, okay, das sind Ausländer und da ist irgendwie immer so ein bisschen Abstand dann und diese Entfernung bekommt man nicht so richtig kurz. Aber je besser ihr Japanisch könnt, desto einfacher ist es, desto besser funktioniert es auch in der Kommunikation. Deswegen der beste Tipp, den ich euch geben kann, bevor ihr nach Japan geht, lernt Japanisch. Und zwar richtig, richtig gut. Das ist das Beste, was man machen kann. Das war's dann im Grunde auch schon wieder von diesem Video. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie das so ist mit einer japanischen Community und vor allem auch die Frage beantworten, kann man da wirklich reinkommen, akzeptieren die einen irgendwann oder tun die das nicht und ist es als Ausländer einem verwehrt, in eine japanische Community oder Gruppe einzutreten. Mein Fazit, wie gesagt, man kann das durchaus schaffen. Man muss sich anstrengen, man muss zeigen, dass man die japanische Kultur und Gesellschaft ein bisschen versteht und man muss vor allem die Sprache können. Wenn man das aber hat, wenn man so ein Grundverständnis für die Japaner hat, wenn man die Sprache einigermaßen kann, dann schafft man das auch in der japanischen Community zu kommen und kann auch sehr gute Freundschaften finden. Und das ist auch noch eine Sache, die sehr wichtig ist oder die man sagen kann, wie ich finde. Wenn man einmal das Vertrauen von Japanern gewonnen hat, egal ob das jetzt eine japanische Gruppe ist, eine ganze Community oder einzelne Freunde, dann sind die wirklich sehr, sehr loyal. Die würden einen nur in den seltensten Fällen, wenn es wirklich böse Menschen sind, betrügen oder so, oder die würden da komische Spielchen spielen oder so, das machen die nicht, ja? Sondern Japaner sind in der Regel sehr loyal. Wenn man eine Frage hat, helfen sie einem dann immer, gerade wenn man eine Freundschaft hat. Die geben alles für einen, ja, die setzen sich wirklich richtig für einen ein und selbst wenn man nachts um 2 anruft, so ungefähr, sind die trotzdem da, egal zu welcher Tageszeit. Also Japaner, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gute Freunde auch, kann man nicht anders sagen, aber es dauert sehr lange, bis man dann eben an diesem Standpunkt ist, bis man es geschafft hat, das Vertrauen so zu stärken, dass die Japaner einen auch richtig akzeptieren. Ist in der Businesswelt genauso, Geschäftskontakte nach Japan, das dauert oft mehrere Jahre, bis die Firmen eine gute Beziehung miteinander aufgebaut haben und bis die Japaner dann auch sagen, okay, jetzt können wir die richtig guten, fetten Geschäfte machen. Davor ist immer ein bisschen schwierig. Vertrauen ist also hier sehr, sehr wichtig. Nun gut, das sollte es auch endgültig gewesen sein. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit hier direkt unterstützen könnt. Es gibt ein paar Online-Kurse, Hiragana Katakana Online-Kurs. Da könnt ihr auch nochmal schauen, Links unten in der Videobeschreibung. Und natürlich mein Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr bei Amazon was kauft und diesen Link benutzt, bezahlt ihr keinen Cent mehr. Aber ich bekomme eine Provision. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Link benutzen würdet. Der natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!